das, was ihr hier seht, ist eine schlechte Aussicht. Das kann jetzt irgendwie nicht so ganz stimmen. Also Lauter Familie Fleischli. Wir sind nämlich jetzt hier auf dem Hof der Familie Fleischli. Und die Familie Fleischli sagt, wenn das Wetter etwas klarer ist, dann kann man die Berge vom Hochgebirge hier vom Stellplatz, vom Wohnmobilstellplatz aus sehen. Jetzt zeigen wir euch mal ganz kurz, du wo wir musst auch schon stehen. mal sagen, welches Gebirge? Vom Hochgebirge. Ja, welches Gebirge? Alpen. Aha, es gibt nämlich mehrere Gebirge, ja, auf dieser Welt. Also die Alpen. Und wo sind wir? Wir sind in der Schweiz. Habe ich das nicht gesagt? Nein, das hast du nicht gesagt. Habe ich schon Grüß Gott gesagt? Nein, das hast du auch noch nicht Hallo. gesagt. Also nochmal ganz langsam zum Die Mitschreiben. Aussicht ist schlecht. Die ist sehr gut. Aber die ist noch besser, wenn das Wetter etwas klarer ist, ja. Nein, also wir sind jetzt hier in der Schweiz und zwar im Kanton Schaffhausen. Genau, beim Rheinfall. In der Nähe vom Rheinfall. Richtig. Ja, übertreibt immer irgendwie heute, oder? Ihm gefällt es hier sehr gut, er ist frisch Wunderbar, erholt. Wir ja, haben jetzt ist gerade, wunderbar. weil wir haben jetzt gerade einen Kaffee getrunken und jetzt wollen wir uns hier mal noch ein bisschen umschauen. Wir sind nämlich hier mit Landcamp unterwegs. Jawohl, das stellen wir ja in einem separaten Video vor, beziehungsweise haben schon vorgestellt. Und wir besichtigen heute den Hof der Familie Fleischli, die das ganz neu im Angebot hat, ist also mehr oder weniger im Aufbau. Und ich denke, oder wir denken, das ist hier sehr schön, um ein paar Tage auszuspannen, Ja, das auf jeden Fall. was wir bis jetzt gesehen haben. Aber wir schauen uns ja dann später noch den Hof an und dann lernen wir auch noch das eine oder andere Familienmitglied von der Familie Fleischli kennen. Also was wir schon gesehen haben, das sind die Pferde. Das hier ist nämlich ein Pferdehof. Genau, hochinteressant für die Mädels. Ja, es, aber glaube ich auch für die Buben. Schauen wir doch mal. Also wir schauen uns jetzt ein bisschen um. Wir zeigen euch jetzt mal den Hof. Ja? So, jetzt sind wir hier unterwegs. Da ist jetzt der Reitplatz. Da ist gerade ein Mädchen geritten. Oh, auf Filz. Auf Filz wird hier geritten. Aha, das habe ich auch noch nie gesehen. Naja, tut sie zu weh, wenn man runterfällt. Ja. Kommst du mit? Ja. Na, alles klar? Ja. Das ist der Weg, also wo man zuerst das Auto rein wollte. Ja. So, jetzt sind wir hier bei der Familie Fleischli und das ist der Walder, der hat jetzt nach dem Feierabend sich noch ein bisschen Zeit für uns genommen. Die Königskutsche ist auch schon rausgefahren, würde ich für die Ursi natürlich, ja. Und der Walder, vielen Dank erstmal, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Und vielleicht möchtest du ganz kurz unseren
Zuschauern sagen, was ihr hier in dem Betrieb alles landwirtschaftlich macht. Ist ja Pferdebetrieb, ne? Mhm. Wie viele Pferde habt ihr? Wir haben 15 Pferde auf dem Hof, 8 Pensionäre und die letzten eigene. Also 7 eigene und 8, die habt ihr zur Pflege hier. Zur Pension. Ja. Und was macht ihr mit den Pferden außer Kutschfahrten? Ihr macht Kutschfahrten für Vereine, für Gesellschaften, für Einzelpersonen? Jawohl, richtig, jawohl. Und sie macht noch Kinderreiten. Ja, weil das haben wir schon gesehen heute, wie die Kinder unterwegs gewesen sind mit den Pferden. Jawohl. Und es ist im Prinzip euer Geschäftsbetrieb. Der Sohn macht ja jetzt, dann habe ich mitgekriegt, dann auch noch Landwirtschaft in Lohnarbeit. Aber wir haben noch einen Landwirtschaftsbetrieb, 23 Hektar. Davon 13 Hektar Ackerland. Bauen wir Raps, Mais, Weizen. Das macht ihr auch noch in eigener Regie. Und 80 Gara Reben. Ja. Und Reben habt ihr auch, das habe ich auch gelesen, schon bei Landcamp.ch. Und da haben wir eine aktuelle Frage, denn immer wenn wir in die Schweiz gehen, dann essen wir Käsefondue. Hast du einen Wein, den du uns zum Käsefondue empfehlen kannst? Ja, sicher, der Riesling Silvaner. Silvaner. Da können wir dann eine Fläschle mitnehmen, oder? Da hat Frau sicher dabei. Alles klar, super. Also, wir bedanken uns, dass wir hier sein dürfen. Wir können es nur empfehlen. Die Aussicht ist gigantisch, auch wenn man heute die 4000er nicht sieht. Ja? Ganz vielleicht morgen. Ja, vielleicht kommt sie morgen. Dann tun wir es noch auffilmen. Ansonsten fahrt ihr selber her und schaut es euch selber nochmal an. Die Familie Fleischli freut sich auf euch. So, was wir jetzt hier genießen, das ist eine Ausfahrt mit der Pferdekutsche, was die Familie Fleischli auch anbietet. Also kann sich jeder gönnen, der das möchte. Auch für 2 Personen, dann in der Königskutsche, so wie die Ursi und ich. Ja, das macht richtig Spaß, also muss ich wirklich sagen. Und mit der grandiosen Aussicht hier mit der Pferdekutsche durch die Gegend zu fahren, oder? Ja, klar. Das ist einfach herrlich. Ja, und das Wetter passt heute richtig dazu, weil es zwar sonnig ist, aber nicht heruntersticht. Nein, es ist schon etwas später am Nachmittag und von daher ist es eigentlich ideal. Hm. Also uns gefällt es hier sehr gut. Ja, also es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Definitiv. Mhm. Und jetzt zeigen wir euch noch ein kleines bisschen von der Landschaft, oder? Ja. Und genießen diese Ausfahrt. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müsst ihr mit seinem Hänger zurück. Weil die Kutsche kann ich nicht zurück. Das ist natürlich eine Aufgabe mit dem Hänger rückwärts fahren. Ja? Das Problem scheint behoben zu sein. Gegenverkehr fährt rückwärts. Gegenverkehr auf der Schweizer Spur. Und es ist natürlich Gegenverkehr Traktor mit Anhänger. Und es ist natürlich eine Aufgabe, da rückwärts wieder runter zu fahren. Ja, ja, aber. Pferdekutsche, rückwärts fahren. Kann ich ausweichen und nicht rückwärts fahren. Ich glaube, etwas schwieriger. Also der Junior hat jetzt den Traktor übernommen von der Familie Fleischli. Jetzt wird es dann wahrscheinlich vorangehen. Genau so hat es funktioniert. Jedes Mal, wenn ich jetzt da noch gehe, ich mache die Übungen in den Wagen, wo ich nicht wirklich
Der Bauer hat gesagt, wir kehren. Aber das sollte er doch eigentlich wissen, dass das mit einer Pferdekutsche ein bisschen problematischer ist, oder? Nein, ich sagte, ja, da geht's hoch und da geht's ab. So, jetzt gibt es da eine kleine Weinprobe. Ja. So was gefällt uns natürlich schon. Wenn Wein dabei ist, sind wir auch immer dabei. Mhm. Und wir wollen ja schließlich die Katze im Sack kaufen, oder? Wohl. Mmh. Ist der gut? Der ist gut. Was macht man denn alles, damit die Frau glücklich wird? Für mich ist Frühstück ein gemütliches Frühstück. Verschlafen mal einen Schlafanzug. Aber wenn man aufwacht und dieses Panorama vor Auge hat, und dann auch noch eine Temperatur, wo man draußen sitzen kann zum Frühstücken. Da stimmt ihr mir doch alle zu. Da muss man einfach draußen frühstücken. Alles macht, damit der Frau glücklich ist. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Das war wirklich so eine ruhige Nacht heute. Ich habe nichts gehört. Und dann wacht man morgen auf, die Sonne scheint, man hört die Vögel zwitschern. Und dieses Panorama, oh, hi, fummelt er mir vor der Nase rum. Also, ja, Hunger habe ich auch noch. Es ist einfach schön, da fängt einfach der Urlaub an. Oder was meint ihr? Also, wir wollen jetzt noch Stellung nehmen zu diesem Hof von der Familie Fleischli, ja, bevor wir jetzt dann weiterfahren. Ja. Wir packen nämlich jetzt gleich unsere 7 Sachen, holen uns noch ein Fläschchen Wein und dann fahren wir weiter. Ja, wir holen 2 Flaschen Wein. 2 Fläschchen Wein, ja. Und also wir können ja sagen, hier ist es wunderbar, auch wenn wieder das Panorama, die Berge heute nicht zu sehen sind, aber wir haben das jetzt von verschiedenen Seiten gehört, ein wunderbares Panorama, wenn das Wetter ja, klar ist. Ja, fürs Wetter kann keiner, weiß, es ist halt oder es ist nicht so. Man kann schöne Ausflüge unternehmen, es sind uns hier viele Fahrradfahrer entgegengekommen, das heißt also auch wenn wir nicht Fahrrad gefahren sind, aber es ist eine Gegend, in der man auch schön Rad fahren kann. Ja, und wandern. E-Bike, wohlgemerkt. Und alles E-Biker. Ja. Hügelig ist schon, die Schweiz ist halt hügelig. Ja. Ja, aber nicht nur in der Schweiz, aber man kann auch gut mit normalem Fahrrad fahren. Nein, es ist wunderschön hier, man kann auch schön wandern, man kann auch Städteausflüge machen. Also, und wie gesagt, es war eine totale Ruhe heute Nacht. Ja. Zum Stellplatz möchte ich nur sagen, also mit Aussicht wunderbar, das habt ihr ja gesehen. Strom ist vorhanden, Frischwasserversorgung ist auch gewährleistet. Was im Moment, Stand heute, noch nicht geht, das ist Toilettenentsorgung und ist Abwasser. Aber wir haben da mit der Frau Fleischli drüber gesprochen und sie hat gesagt, sie wird sich jetzt, wenn wir weg sind, gleich auf die Spur begeben, eventuell Kläranlage oder sonstiges. Oder ansonsten werden sie eine eigene Lösung schaffen. Also bis ihr es in die Schweiz schafft, ist das wahrscheinlich alles schon erledigt. Aber ihr könnt euch ja vorher kundig machen. Die Kontaktdaten, die zu Landcamp.ch, da sind alle Kontaktdaten auf der Webseite. Und da könnt ihr ja vorher anrufen. Und ja, man ruft ja sowieso vorher an, um überhaupt zu fragen, ob noch ein Platz frei ist. Ja. Also es passen gut und gerne 2 oder 3 Wohnmobile hierher. Ja, doch, also der Platz ist groß. Also finde ich schon auch, ja. Ja, das war unsere Besichtigung hier, oder? Gibt es was zu sagen, was ich? Ja, ihr habt ja gestern gesehen, wir haben eine Kutschfahrt gehabt. Ja, also das muss man sagen. Ja,
Also das bietet die Familie Fleischli hier an, Kutschfahrten, also die kann man buchen. Das ist, und das war so toll. Ja, das war richtig schön. Ja, muss ich wirklich sagen, habe ich auch genossen, sehr entspannend. Und was auch schön ist, wenn ihr Kinder habt, die Frau Fleischli ist spezialisiert auf Kinderreiten. Wir haben mehrere Kinder da gesehen, die da eingeführt werden, die schon teilweise ziemlich selbstständig mit den Tieren umgehen. Ja, ja, das kommt darauf an, wie alt die Kinder sind und ob sie natürlich schon Reiterfahrungen haben. Nein, aber die eine hat ja schon ein eigenes Striegelzeug dabei gehabt, ja? Ja, klar, so kleine Mädchen natürlich, die heiß und innig ihre Pferdchen lieben, das ist ja ganz klar. Also das könnt ihr sicherlich mit der Familie Fleischli vereinbaren, dass dann die Kinder da reiten können. Ja, das hat sie auch gesagt, also das könnte sie alles, ist alles machbar hier. Ja, also es lohnt sich hierher zu fahren, die Kontaktdaten, wie gesagt, bei Landcamp.ch. Wir haben den Tag hier genossen und wir fahren jetzt weiter Richtung Zürich. An den Greifensee oder wie sie hier alle sagen, Griefensee. Und dann geht's zum nächsten Landhof. Aber nicht heute. Heute ist Familie angesagt. Ja. Denn ihr wisst ja, unsere Kinder und Enkel, die leben hier in der Schweiz. Zumindest ein Teil davon. Ja, klar. So. Können wir uns jetzt verabschieden, dass wir gerade fertig frühstücken können? Genau. Oder habt ihr auch noch Hunger? Oder? Ich denke, wir haben jetzt alles gesagt. Sollte uns nur irgendwas einfallen, schreiben wir es unter rein. Oder, genau. Ja, oder ihr könnt euch ja dann auch alle, wenn euch was Spezielles interessiert, könnt ihr euch alle ja auch selber nochmal kundig machen. In die Kommentare reinschreiben. Ja, also uns hat es hier auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja, und vielen Dank an die Familie Fleischli für die Gastfreundschaft. Ja, genau. Das kommt nur dazu. Und jetzt muss ich jetzt diesen Ausblick genießen. Also. Dann verabschieden wir uns jetzt hier an dieser Stelle, oder? Würde sich jetzt anbieten? Oder habt ihr eine bessere Idee? Ich glaube auch nicht. Eben. Also, also wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Ja? Und der Familie Fleischli auch. Mhm. Und wenn ihr da wart, dann schreibt uns mal kurz. Das freut uns immer, wenn wir hören, wenn jemand uns nachgefahren ist. Ja, vor allen Dingen wird uns das dann natürlich schon auch interessieren, ob das genauso gut dann bei denjenigen ankommt, die hierher fahren, wie es bei uns ankommen ist. Genau. Ja, das würde uns natürlich schon dann auch interessieren. So, und jetzt fangen wir nicht schon wieder an. Also, wir verabschieden uns jetzt. Tschüss, ich frühstücke. Die Ursi, wenn sie mal ins Schwitzen kommt, dann kommt sie ins Schwitzen. Sagt ja gerade der Richtige, der hört ja auch immer mehr auf. Macht's gut. Ja. Ciao. Schönen Tag, wo immer ihr seid. Tschüss. Tschüss.